Schön, dass du wieder dabei bist. Heute gibt es einen Kartoffel-Hackfleisch-Auflauf mit einer Käsekruste. Als erstes fette ich eine Auflaufform ein und schneide dann kalte Kartoffeln in Scheiben. Dazu eignen sich am besten Kartoffeln vom Vortag. Ich habe hier 5 kalte Pellkartoffeln. Die Kartoffelscheiben bilden die erste Schicht bei dem Auflauf. Dann brauche ich geriebenen Käse. Das sind 200 Gramm Gouda. Dann brauche ich noch geriebenen Parmesan, ungefähr 6 gehäufte Esslöffel. Den Parmesan gebe ich erst einmal in ein separates Gefäß, den brauche ich später wieder. Von dem Gouda verteile ich ungefähr 50 Gramm auf den Kartoffeln und bereite dann die Käsesoße vor. 4 Eier aufschlagen, 2 gut gehäufte Esslöffel Schmand. Du kannst auch Creme Fraiche oder saure Sahne nehmen. Wenn dir meine Rezepte gefallen, würde ich mich freuen, wenn du mir ein Like da lässt und den Kanal abonnierst. Den Schmand mit den Eiern verrühren. Den restlichen geriebenen Gouda, das müssten jetzt um die 150 Gramm sein, dazugeben. Den Käse kurz unterheben und ungefähr 100 Milliliter Milch dazu gießen. Jetzt wird die Käsesoße gewürzt. Dazu gebe ich 2 Esslöffel von dem geriebenen Parmesan dazu, frisch gemahlenen schwarzen Pfeffer, eine gute Prise Salz. Ich nehme ungefähr einen gestrichenen Teelöffel. Alles gut miteinander vermengen. Sollte es zu dickflüssig sein, einfach noch einen kleinen Schuss Milch dazugeben. Ich habe hier 500 Gramm gehacktes, halb und halb, und locker das kurz mit einer Gabel auf. Dann wird es gewürzt. Ich nehme einen Teelöffel Paprikapulver, einen Teelöffel Salz und frisch gemahlenen schwarzen Pfeffer. 2 Esslöffel Tomatenmark, 2 gehäufte Esslöffel Pesto. Ich habe hier Bärlauchpesto, du kannst aber auch jedes andere nehmen. Eine große Zwiebel in Würfel schneiden und direkt mit zur Hackmasse geben. Je nach Größe und Geschmack werden 4 bis 5 Knoblauchzehen fein gehackt. Wir essen gerne Knoblauch, daher nehme ich 5. Den Knoblauch auch zur Hackmasse geben. Und dann gebe ich noch 2 Esslöffel gehackte Petersilie dazu. Das Hackfleisch wird jetzt geknetet, bis eine schöne homogene Masse entsteht. Also nicht nur unterheben, sondern richtig gut durchkneten. Die Zutaten schreibe ich dir wie immer in die Videobeschreibung. Als nächste Schicht kommt jetzt das Hackfleisch auf die Kartoffeln. Alles in einer gleichmäßigen Schicht darüber verteilen und festdrücken. Die Käse-Eier-Sahne-Mischung wird jetzt darüber verteilt und schön gleichmäßig glatt gestrichen. Als nächste Schicht kommen Tomaten. Ich schneide 2 etwas größere Tomaten in Scheiben. Die reichen ziemlich genau, um meinen Auflauf einmal abzudecken. Die Tomaten werden jetzt noch einmal mit frisch gemahlenem schwarzen Pfeffer gewürzt und gesalzen. Jetzt bereite ich die Käsekruste vor. Dazu brauche ich 4 Esslöffel Paniermehl, den übrig gebliebenen geriebenen Parmesan, das müssten ungefähr 4 Esslöffel sein. Alles gut miteinander vermengen und dann gebe ich einen guten Esslöffel kalte Butter dazu. Das Ganze wird jetzt miteinander verknetet, bis es richtig schön krümelig wird, so eine Art Streusel entsteht. Die Käsestreusel werden jetzt möglichst gleichmäßig auf dem Auflauf verteilt
Und dann kann er auch schon in den Ofen. Bei 200 Grad Umluft ist er je nach Ofen nach 30 bis 35 Minuten schön braun. Der Auflauf reicht für 4 Personen und dazu passt am besten ein Tomatensalat. Guten Appetit!